Kate Winslet als Gärtnerin am Hofe zu Zeiten des Sonnenkönigs gibt es zu sehen im ersten Trailer zu Die Gärtnerin von Versailles. Das Schloss Versailles soll der Stolz Frankreichs sein. Mit Gärten von unvergleichlicher, einmaliger Schönheit. Es soll der Himmel auf Erden sein. Was ist eure Philosophie? Philosophie? Über die Natur. Nun, sie ist mein Leben. Dieses Durcheinander, das ist euer Paradies? Es ist meine Suche danach. Ihr gewährt neue Ideen bei der Gestaltung der Gärten. Wieso? Willkommen in Versailles. Diese Frau, ist sie der Aufgabe gewachsen? Sie ist sehr geschickt in dem, was sie tut. Warum ich? Ich habe euch beobachtet. Ihr habt mich neugierig gemacht. Ich bin an den Hof des Königs eingeladen. Seht ihr, wie euch alle anschauen? Gebt mir auf der Stelle einen Kuss oder ich bin zu Tode beleidigt. Ich bin doch ganz unbedeutend. Was könnte an mir interessant sein? Ihr habt etwas an euch, das alle verzaubert. Zeigt uns eure Brüste. Sind sie hübsch? Wollt ihr meine sehen? Was macht eine Dame von solcher Eleganz in der Gesellschaft von diesem Mann? Ich habe schon immer das Ausgefallene bewundert. Das mag ich an mir. Oh, Madame, bitte bringt mich zum Schweigen. Eure Majestät? Ein zarter, ehrlicher Duft, wo manch andere Rose zu verblassen scheint und verblüht. Dieses Schicksal erwartet alle Rosenhoheit. Gehen wir ein paar Schritte. Eure Gattin, begleitet sie euch nie? Nein. Sie ist sehr beschäftigt. Und sehr unabhängig. Gibt es jemanden, den ihr liebt? Er ist der vollkommenste Mensch, den ich kenne. Ihr seid wunderschön. Wollt ihr mir schmeicheln? Soll ich nicht? Ihr wart bei dieser Frau, einer Gärtnerin. Ich bin auch ein Gärtner, Madame. Ich bitte euch. Wir könnten hier alles überschwemmen. Tut es. Mag uns die Natur auch noch so grausam behandeln. Uns bleibt immer noch unser Wille. Geduld, Fürsorge und bedingungslose Hingabe. Das ist unsere ganze Hoffnung. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Trailer. Ich bin nicht der ganz große Fan von diesen historisch-romantischen Schinken, die so ein bisschen serviert wirken wie mit einer extra Portion Zuckerguss. Zumindest lässt es der Trailer so ein wenig vermuten und der kommt auch mit knapp 2 Stunden Lauflänge daher und das ist dann schon ein ganz schöner Happen. Vielleicht für Genrefans interessant, für die breite Masse bin ich mir unsicher, wo man hier im Cast ja starke Leute hat, wie eben Kate Winslet in der Hauptrolle oder auch Alan Rickman, der hier Regie führt, oder auch einen Stanley Tucci. Will einfach so richtig der Funken bei mir persönlich nicht überspringen. Die Gärtnerin von Versailles bringt uns Tobes Film voraussichtlich ab dem 30. April 2015 in die deutschen Kinos und erzählt die Geschichte einer Witwe, die eben Gärtnerin ist und zu Hofe berufen wird, um dort einen Garten zu pflegen. Das selbst hat sie so nicht kommen sehen, denn ihr Vorstellungsgespräch lief nicht wirklich gut. Nur hat sie auch ihre ganz eigenen Vorstellungen, wie man das Ganze letztendlich bepflanzen und begrünen soll. Aber das zu Zeiten von Ludwig XIV., der alles im barocken Stil und pompös haben möchte, ist sie so ein klein wenig anders und muss auch gegen die Intrigen am Hofe ankämpfen. Sie wirkt so ein wenig wie das schwarze Schaf in der Herde. Und als auch noch klar wird, dass sie zum Adel hin die eine oder andere besondere Beziehung hegt und dann eben dieser romantische Faden sich unterwebt, den wir hier auch schon musikalisch im Trailer präsentiert bekommen, ist klar, dass hier eine Frau mit einem zu Zeiten eines schwierigen Frauenbildes gegen eine Rollenposition ankämpfen muss, und das wiederum nicht ganz einfach ist. Das alles zusammengepackt ergibt dann eben die Gärtnerin von Versailles. Ich finde relativ speziell und wie gesagt, ich bin dann doch relativ skeptisch, aber da kann man leicht überrascht werden. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Seid ihr meiner Meinung oder ist das absolut euer Ding? Lasst mich gerne wissen, denn ich bin durch mit meinem Trailer-Check. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.